Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir die Insel Iki betreten und haben schon einiges erfahren. Und zwar sind hier wieder Mongolen am Start, die irgendeine Macht besitzen, die Leute wahnsinnig machen zu lassen. Ich schätze, das liegt an irgendeinem Rauch oder wahrscheinlich oder irgendwas ähnlichem. Und wir schauen, wie es jetzt weitergeht. Mir sind auch aufgefallen, letzte Folge, als ich geguckt habe, was hier noch ist, dass ich hier irgendwas übersehen habe, aber den lassen wir erstmal, den Ort. Weil ich möchte schon erstmal hier einen Teleportpunkt haben, bevor ich überhaupt woanders hingehe. Ich nehme auf jeden Fall mein Pferd und schauen wir mal, was das Fort so sagt. Und wir haben letzte Folge eine neue Fähigkeit kennengelernt. Die ist krank geil. Ich glaube, damit one-shotte ich sogar die ganzen Mongolen, wenn sie mir über den Weg laufen. Ich weiß, dass ich hoch muss. Eibenholz. Perfekt. Und dann schauen wir, dass wir hier auch alles erkunden und alle Fragezeichen machen hier. Als ob einer tot ist. Echt ist? War ich zu langsam. What the fuck? Wegen dem scheiß Schamanen. Echt jetzt? Musamurai Burga de Tusha! Ist das jetzt ein Tod oder ist es gewollt gewesen? Speer auf Tsushima habe ich getötet. Khotun Khan ist tot. Wir zerschlugen seine Armee auf Tsushima. Morgen erreichen Tausende von Samurai die Küste von Iki. Ergebt euch und ihr werdet verschont. Eure Reise war lang. Trinkt. Warum tötet ihr mich nicht einfach? Ich tue meinen Gästen nichts an. Mir gegeben. Meine heilige Medizin. Spart eure Kraft. Das ist der einfache Teil. Ihr könnt mich nicht brechen. Das ist doch schon längst geschehen.
Ich entsende euren Geist auf eine Reise in die Unterwelt. Dort empfangt ihr das Urteil eurer Vorfahren. Du solltest doch nicht herkommen. Na, zum Glück höre ich nicht auf dich. Ich lieh mir das erstbeste Schiff aus. Was ist los? Was haben sie getan? Die Anführerin, der Adler. Sie hat mich mit etwas vergiftet. Suchen wir einen Heiler, bevor sie wiederkommen. Mein Katana war hier. Geh deine anderen Sachen suchen. Der Adler und ihre Mongolen. Wo sind sie? Ich habe vor der Festung ein Feuer gelegt. Das hat sie herausgelockt. In Ordnung. Dann los. Hier lang. Okay. Ich verstehe nicht, warum die Leute immer die Waffen und Kleidung von Gefangenen im gleichen Ort aufbewahren in Games. Ich verstehe es nicht. Egal. Hinterfragen wir es nicht, sondern kümmern uns hier rum. Wo lang bist du, Juno? Ah, hier unten bist du. Nach all den Jahren ist Fort Sakai noch hier. Du kennst diesen Ort? Mein Vater baute es. Ah, natürlich. Okay, die ist jetzt ein bisschen komisch, die Juna, oder? Kämpft irgendjemand auf dieser Insel gegen die Mongolen? Nicht, dass ich wüsste. Bis jetzt. Du hast also keine Verbündeten? Nein. Auf Iki hasst man den Sakai-Clan. Es wird schwierig, Unterstützer zu finden. Wegen deines Vaters. Hilf mir mal mit dem Tor. Ist das die echte Juna oder nicht? Wann treffen die anderen Samurai ein? Andere Samurai? Ich habe niemanden verständigt. Nicht einmal Sensei Ishikawa. Wurde dein Vater in dem Fort getötet? Nein. Sie überfielen uns in der Schlucht. Dann warst du mit ihm hier. Hier lang. Das ist, glaube ich, eine Illusion, oder? Juna ist nicht tatsächlich hier. Wo lang? Jenseits des Hofes ist eine Schlucht. Dort können wir fliehen. Interessant. Ich folge dir. Ja, gut. Sie versuchen, in die Festung einzudringen und wir helfen sie gerade, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das war. Ich manchmal auch nicht. Versuche, runterzuklettern. Was siehst du dort? Hast du nichts getan? Vater? Du hast mich sterben lassen. Ich wollte euch retten. Ihr saht euren Vater sterben. Etwas stimmt nicht. Ihr gab mir Gift. Um euren Geist zu öffnen, diese Visionen sind erst der Anfang. Ohne meine Hilfe werden euch Furcht und Schmerz überwältigen. Lasst mich euch durch den Schrecken führen, eure Seele von Schuld reinigen, euch vollkommen machen. Wie ich es für all meine Schamanen tat. Dann werden wir diese Insel zähmen und beenden, was euer Vater begann. Helft mir, die Plünderer auf Iki zu bezwingen. Rächt den Tod eures Vaters. Nein! Jin! Wo bin ich? Jean! Kannst du mich hören? Vater?
Okay, what the fuck geht jetzt ab? Armer Junge, den Vater enttäuscht und nun ist eure Seele verloren. Was wäre passiert, wenn ich nicht gegen die Mongolen verloren hätte? Hätte ich einfach weiterkunden können, oder? Ich wollte den Jungen lehren, was ich weiß. Aber er verhält sich wie ein Poet statt wie ein Samurai. Jin! Du bist in Gefahr! Lauf weiter! Ich komme, Vater! Kazumasa hat an euch gezweifelt. Und ihr gabt ihm recht. Was für ein Samurai sieht zu, wie sein Vater stirbt. Nachdem Vater tot war, segelten wir mit seiner Leiche heim. Ich wünschte mir zu ertrinken. Er ist verweichlicht, ungeschickt. Falls er im Kampf stirbt, ist die Zukunft unseres Clans in Gefahr. Euer Vater wollte euch nie auf Iki. Ihr bringt nichts als Schande über den Namen Sakai. Ihr lügt! Jin, schnell! Ich komme, Vater! Es war eine Falle! Diebe und Mörder haben uns reingelegt! Unseren Clan vernichtet! Vater! What the fuck geht hier gerade ab? Lauf, Jin! Wir sind fast da! Ihr ließt euren Vater sterben. Nein! Möge euer Tod allen anderen dienen. Vater. Alles klar? Der Adler. Sie kommt näher. Gehen wir, ich bring dich in Sicherheit. Du sahst nicht gut aus. Ich ließ dich schlafen. Wer bist du? Antworte! So redest du vielleicht mit den Leuten aus Tsushima. Aber nicht hier, Samurai. Vielleicht bist du nur Einbildung. Zieh dein Schwert. Find raus, wie echt ich bin. Wenn du von hier bist, weißt du, wer den Kampf im Wolkenwald gewann? Es regnete 2 Wochen lang vor dem Kampf. Das Wasser riss Samurai wie Inselbewohner mit sich. Niemand gewann. Jetzt stelle ich die Fragen. Was macht ein Samurai auf der Insel Iki? Der Adler schickte einen Spähtrupp nach Tsushima. Als ich sah, was sie den Leuten antun, musste ich sie stoppen. Du sahst die Wirkung ihres Gifts. Nicht nur das. Ich musste es trinken. Und trotzdem kannst du noch sprechen, dass ich das erleben darf. Wie lange hält die Wirkung an? Soweit ich weiß, für immer. Das wird mich nicht aufhalten. Seit wann sind die Mongolen hier? Ein paar Wochen. Haben viele Plünderer erwischt. Meine Gruppe hält als letzte Stand. Ich kann euch helfen. Vertreiben wir den Adler aus Iki. Ein Samurai, der Plünderern hilft? Sie muss gestoppt werden. Wie ist dein Name? Jin. Aus Yarikawa. Ich werde darüber nachdenken. Jin aus Yarikawa. So leicht entkommst du mir nicht. Ich muss weiter Überlebende suchen. Und du musst erstmal ausnüchtern. Wir reden in einem Bauernhaus an der Westküste weiter, wenn du willst. Falls das Gift des Adlers dich nicht vorher einholt. Wird es nicht. Der Schrei des Adlers. Interessant. Einen klaren Kopf kriegen, dann zu Tenzo. Der Adlerstamm darf diese Insel nicht zerstören. Aber das wird aber wahrscheinlich am Ende zu einem Kampf führen, wenn sie rausfinden, dass wir ein Sakai sind, oder? Fort Sakai, da ist
Wahrscheinlich der letzte Kampf, richtig? Naja. Ihr seid vor dem Tod eures Vaters jahrelang davongelaufen. Damit ist jetzt Schluss. Der Albtraum wird immer schlimmer. Ihr könnt euch dem Tod eures Vaters nicht allein stellen. Ohne meine Weisheit verliert ihr eure Seele an den Wahn. Diese Vision. Ich habe sie immer noch. Alte Welt zerfiel, doch das Leben endet nicht. Fokussiert den Geist, trägt den Mantel des Schützen. Tragt den Mantel des Schützen. Sucher, ziel auf die Wahrheit. Wo schaust du hin? Was zum Geier muss ich hier tun? Muss ich auf dich schießen? Oder muss ich irgendwas hier auf der Insel erledigen? Als ob das jetzt Rätsel sind, die wir hier lösen müssen. Das ist ja ganz anders als auf der Hauptinsel. Die Frage ist nur, muss ich das Rätsel hier auf der Insel lösen oder ist es irgendwo anders aufgetaucht? Alte Welt zerfiel, doch das Leben endet nicht. Fokussier den Geist. Trag den Mantel des Schützen, Sucher, ziel auf die Wahrheit. Also ich muss irgendwas im Geistzustand finden. Ziel auf die Wahrheit. Das ist interessant. Muss ich jetzt in der Geistding rumlaufen oder nicht? Nee, da ist nichts. Ziel auf die Wahrheit. Was ist der Sinn hiervon? Okay, das ist interessant, diese Schreine hier. Fokussier den Geist, trag den Mantel des Schützen und ziel auf die Wahrheit. Bro, what the fuck ist das jetzt? Ich check's grad nicht. Irgendwie check ich's echt nicht. Ziel auf die Wahrheit und fokussiere den Geist. Irgendwie verstehe ich die Werte nicht.
Alte Welt zerfiel. Doch das Leben endet nicht. Fokussiere den Geist, trag den Mantel des Schützen, suche erzielt auf die Wahrheit. Bin ich blöd? Naja, gucken wir einfach mal weiter. Krank wäre es natürlich, wenn die Schreine über die ganze Insel wählen. Ah, eine Bogenherausforderung. Wenn ihr euch aufs Kämpfen versteht, tretet näher. Fordert ihr mich heraus? Kommt darauf an. Seid ihr für oder gegen diese Mongolen? Gegen. Mehr muss ich nicht wissen. Wir haben zur Vorbereitung auf eine neue Samurai-Invasion Bogenziele auf Iki verteilt. Stattdessen kamen die Mongolen. Wenn ihr üben wollt, schießt so schnell ihr könnt einen Pfeil durch alle Laternen. Ich habe schon zu Pferde Krieger erschossen. Da treffe ich wohl ein paar Laternen. Sie zu treffen ist eine Sache, Schnelligkeit eine andere. Wenn ihr bereit seid, nehmt einen Pfeil. Okay. Wie ein Seemann seht ihr nicht aus. Kacke. Wenigstens kann er schießen. Ach, die Kacke. Wir können es nochmal probieren. Mein Rat, stellt euch vor, ihr schießt auf Samurai. Probieren wir es nochmal. Schaffen. Ich sehe schon. Ich kann es ohne zu wissen einsetzen. Neun Komma fünf. Geht in die richtige Richtung. Okay, wie schafft man das unter 7 Sekunden? Wie schafft man das? Nee, wie zum Geier? Wie schafft man das in 7 Sekunden? Oh, Talisman der Konzentration. Moment. Der Wind von morgen bläst. Moment. Talisman der Konzentration. Egal. Ist jetzt egal. Probieren wir es noch einmal und gucken, wie das funktioniert.
Okay, es funktioniert so nicht. Wie zum Geier funktioniert das? Zwei. Meine Herren. Okay. Gut, dann würde ich allerdings jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir werden schauen, dass wir in der nächsten Folge eventuell das Rätsel mal lösen. Und dann die Quest weitermachen.